Ich zeige euch einmal das Spielfeld. Das Spielprinzip ist einfach. Pro Runde eine Einheit in der Mitte von diesem, was auch immer, Vaporator bleibt, gibt es einen Punkt. Nach 5 Runden schauen wir, wer die meisten Punkte hat. Die dementsprechende Person gewinnt dann. Wir haben heute einmal das Imperium mit 500 Punkten. Ja, einmal Chef ist Aiden Mörser. Dann habe ich hier einmal den Mörsertrupp dabei. Das ist ein Muss für jeden, der ihn einfach mal spielen möchte. Ich meine, der macht nicht viel, aber er sieht schick aus. Dann führe ich einmal Strandtruppen ins Feld, natürlich mit Spezialtruppler. Einmal Scharfschützen, eine Standardeinheit Sturmtruppen mit dem DLT-19-Truppler und natürlich, the last but not least, meine imperialen Todestruppen, auch mit einem DLT-19-D-Truppler. Und diese Armee tritt an gegen die Rebellen mit folgenden Einheiten. Die Rebellen werden wieder angeführt von Han-Hi Shoot First Solo, einem Vierertrupp Wookies, die Hälfte ist sogar schon bemalt, einen AT-RT, zwei Tauntaun-Reiter und einen Standardtrupp Rebellen mit einem MPL 57 Ionentruppler und einem Truppler zusätzlich. Und ich möchte noch nicht aufgeben. Danke. Wäre nur ein Gut. Angebot gewesen. Dann sind wir mal gespannt, was passiert. Wir stellen jetzt auf und danach sehen wir uns jede einzelne Runde an. Schauen wir mal, was passiert, wer gewinnt. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, wir haben aufgestellt. Dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit einer Partie Star Wars Legion. Dann schauen wir mal, was passiert. Und zwar möchte ich gern, dass ihr eure Karten wählt und die mal direkt zeigt. Erledigt. Gut, dann drehen wir um. Schauen wir mal. 4, zwei. Oh gut, dann beginnen die Rebellen wohl. So, ich habe Forum gewählt. Ich darf also bla bla bla, zwei Einheiten aktivieren. Nur als Anfang, wir spielen ohne Niederhalten und sowas. Einfach nur, dass man schneller vorankommt. Und wir spielen nur zum Spaß. Sollte man vielleicht erwähnen. Echt, jetzt ist kein Ernst oder was? Nein, das ist kein Ernst. Okay, dann spielen wir halt auch zum Spaß. Schiebung. Wir spielen zum Spaß. Okay, die Rebellen haben den AT-RT aktiviert, sowie die Tauntauns. Und was macht das Imperium? Das Imperium hat den Scharfschützen aktiviert. Du kannst immer noch aufgeben, ne? Weil ich habe was gegen Tauntauns, ja. Du kannst immer noch aufgeben. Du, ich spiele jetzt mal die Runde und dann werde ich mir überlegen, ob ich aufgebe, okay? Gut. Dann bist du dran. Dann fangen die Hau Rebellen rein. an. Ja. So, wir bewegen uns. Mit dem AT-RT als erstes. Und zwar tut er das, was er tun soll. Er stürmt nach vorne. Und schaut mal, was passiert. Dann bin ich dran. Ich ziehe einen Einheitenmarker und ja, inimene Miste. Es rappelt in der Kiste. Es werden die Sturmtruppen. So, mein Vorteil, die treffen nämlich sowieso nichts. Hast du noch nie mit meinen Sturmtruppen zu tun gehabt, Kollege? Dann hast du anscheinend 6 Filme verpasst. Ich bin Optimist. Ich verteidige aber ganz gut. Psst. Sag ihm doch sowas nicht. Das weiß er schon vorher. Du bist dran. Ha, ja, ich muss meine Tauntauns, ne? Okay. Kollegen nicht in die falsche Richtung gucken. Immer schön nach Tauntauns vorne. 3, ne? Oh, Tatsache. Dankeschön. Und schön auf die Tauntauns zeigen, weil Weil die müssen weg. Du wirst schon wieder in Runde 1 bescheißen, indem man nicht so weit geht. Nein, das war keine Absicht. Naja, Würde ich das war auch wirklich keine sagen. Absicht. Aber Wenn uns der letzte Spielbericht eins gemerkt hat, beißt er sich eh in der Mitte fest und dann war's das. Da bewegt er sich nicht mehr. Ich gehe nur eins und lasse es jetzt erstmal so stehen. Willst du noch irgendeinen Marker oder sowas? Was für ein Marker Aber ich kann ich komme eh nicht denn? in Du Reichweite. kannst Also einen für alle Ausweichmarker Zuschauer, nehmen. das ist mein drittes Spiel. Was für ein Marker Ja. kann ich denn Ein setzen? Ausweichmarker, ein Zielmarker und einen Bereitschaftsmarker kannst du Dann setzen. setze ich mal einen Ausweichmarker. Das war der hier, gell? Nee. Nee. Der. Der, genau. Auf jeden Fall der Fehler. Okay. Beziehungsweise, warte. Nachdem du eine Standardbewegung durchgeführt hast, dann hast du einen Ausweichmarker, also bekomme ich eigentlich noch einen, ne? Genau. Ist das richtig? Dann sind es Genau. zwei. Nun gut, ich ziehe den nächsten Trupp und jetzt mit einer mächtigen Bewegung von 1 ziehe ich meinen Mörser vor. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Der Was geht kann hier der bei uns so? brav in Deckung. Schießen. Der kann schießen, ja, das ist richtig so. Und dann bist schon du dran. Dann bin ich dran. Da muss ich jetzt ziehen. Ich ziehe.
tue es. Han Solo! Hey. Was macht er denn? Er hat eine Bewegung von 2. Das ist 1. Dann darfst du quasi 4-mal. 4 Aktionen, nein. Nein, er hüpft jetzt erstmal in diese Richtung. Und dann, was macht er denn dann noch? Dann hüpft er hier ein bisschen so um die Ecke. Dass er vielleicht eventuell ein bisschen Deckung bekommt. Oh, du willst es wissen, ja? Ja. Du willst es schon ohne 1 wissen. Hallo, ich habe meine Infanterie im Zentrum aufgestellt. Warum wohl? Es hat gerade eben schon funktioniert. Ich aktiviere meinen... Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Aber hallo, ich aktiviere meinen Scharfschützen. Was? Ja. Der sitzt aber da unten. Und setzt den hier rauf mit einer Bewegung. Warte. Und jetzt möchte der dem da mal... Das ist nicht cool. ...hier einen Scheitel ziehen. Das ist absolut nicht cool. Das ist nicht cool. Wir haben allerdings Deckung, ne? Durch die Barrikaden. Ich weiß nicht, ob der Scharfschütze da hat eine Sonderregelung nämlich. Der hat eine Sonderregelung und der hat nämlich, nein. dass ich Deckung ignorieren kann. Scharfschütze 1, ich kann eine Deckung ignorieren. Okay, wir haben Deckung 2. Hab ja, genau, wir sind dann auf Deckung 1. Ja, wir sind auf Deckung 1, ist absolut in Ordnung. Ich habe Auskundschaften, nachdem er aufgelöst ist, habe ich auch schon unauffällig, falls ich leichte Deckung muss. Interessiert auch nicht, ich darf 2 schwarze Würfel nehmen und darf versuchen, Han Solo. Mal ganz solo richtig in den Kopf zu machen. Ein Treffer, das erledigt sich und dann passt du nicht. Du hast Deckung 1, das erledigt. Okay. Dann bist du dran. Hätte funktionieren können. Danke, Hannes. Es hätte funktionieren können. Hannes, top. So, meine Wookies sind. Ich bin gespannt, was die Wookies machen. Ich bin auch gespannt, was die Wookies machen. Ich schätze mal, laufen. Ja. Also, ja? Abgesehen von laufen im Spiel. Ich durfte mich ja nach der Aufstellung schon mal 1 vorbewegen. Also wenn alles nach Plan läuft, wirst du nicht mehr sehen als laufende Wookies. Die laufen jetzt natürlich auch gleich mal nach vorne. Ich mache das jetzt gleich hintereinander. Eine Bewegung, 2 Bewegungen, dass sie hier vorne stehen. Ja, das einfach, genau. Nicht, dass mein schön gepflanzter Baum umfällt. Nein, ich gebe mir Mühe. Ich meine, der hat ein großes Hackeschwert, der könnte schon wegmachen, auch Mensch. Du meinst als Gärtner, als Hauptberuf? Ja, ich verstehe. Ich bin gelernter Gärtner, von dem her, das würde eigentlich passen. Ich ziehe Virgil und natürlich möchte Virgil auch mal einen Town streicheln. Sterben. Ja. Deswegen zieht Virgil in diese Richtung. Ich weiß überhaupt nicht, was ich von der zu erwarten habe. Das stinkt mir. Ich zeig's dir dann gleich. Ja, ja. Du bist dran. Meine Standardtruppen sind die letzten, die übrig bleiben, mit einer Bewegung von 2. Die ziehen natürlich bei Han hinterher. Ich mache das jetzt auch gleich 2-mal hintereinander. Schauen wir mal, ob es klappt oder nicht. Na, bist du wohl. Wenn nur die Glas ja vor unten steht. Nee, ich schätze, der ist müde. Siehst du? Ja. Das klappt. Der fällt gleich, warte. Gut, dann bin ich dran. Einmal hier die Todestruppen. Und die wollen auch weiter vor. Kannst du ja. Außer er kann, aber ich glaube, er kann schießen. Kann er schießen? Was kann ich schießen? Ne, er kommt nicht hin. Passt. Er sieht deine Kampfhunds nicht. Alles gut. Noch ist alles gut, Freunde der Sonne und der Hoffnung. Nächste Runde geht's ab. Nächste Runde wird's interessant. Dann aktiviere ich meine letzte Einheit. Und zwar meine Strandtruppen. Der stolpert und fällt hin. Und die wollen auch ein bisschen mitspielen. Die wollen das wirklich? Auch einfach mal hier vor, Richtung Deckung. Da das Gelände so niedrig ist, haben wir gesagt, wir können das einfach soweit ignorieren. Die Aufgänge und Treppen und so sind einfach nur gemacht worden, dass es noch ein bisschen was ausschaut. Ja, nur zum Verständnis, wieso, weshalb, warum. Gut. Da drüben gefällt mir. Fertig. Dann sind wir jetzt fertig mit Runde 1. Viel ist nicht passiert. Das Imperium ist gezogen, die Rebellen sind gezogen, laufen alle Richtung Ziel. Die Towntowns schleichen sich hinten herum aktuell. Schauen wir mal, was in den nächsten Runden passiert. Dann gehen wir jetzt in Runde 2 über. Gut. Ihr dürft dann jetzt sind meine Ausweichmarker nicht weg. Ne? Genau, die verschwindet jetzt alles. Dann bitte legt eure Karten. Für die nächste Runde und jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen interessant, denn jetzt wird endlich mal ein bisschen geschossen.
Ich hab. Gut, so. Beide haben gewählt. Dann drehen wir die Karten um. Ich habe 3 Punkte. Ich habe einen Punkt. Ich habe einen Punkt Hinterhalt. Ich darf eine Einheit aktivieren. Das Imperium wählt zuerst eine Einheit. Natürlich. Hier meinen Scharfschützen. Den Scharfschützen. Die Rebellen dürfen mit der Offensive 3 Einheiten wählen. Jawohl. Ich wähle einmal meine Townhouse. Die Wookies und den AT-AT. Gut. Heißt ja Offensive. Initiative liegt beim Imperium und das Imperium möchte doch den Scharfschützen benutzen. Nein, möchte es nicht. Oh, ich denke schon, weil wenn ich das richtig sehe, haben deine Standardtruppen keinerlei Deckung. Oder? Doch, bin die ich haben falsch Deckung. Informiert? Mindestens eins, oder? Mindestens eins bleibt, wenn wir es wieder abziehen. Dann bleibt eins. Weil du musst da durchschießen, vorbeischießen. Das ist mir vollkommen wuppe, weil auch einer weniger ist sein Wert. Du kannst allerdings zielen. Ich ziele vorher, natürlich. Du sollst mir helfen, nicht ich. Ich bin der Anfänger. Und ich habe 2 Treffer, einen ziehen wir ab. Das heißt, einer geht durch, du brauchst nicht würfeln, weil er darf ein... ich darf eine Deckung ignorieren. Genau. Haben wir schon abgezählt. Ja, genau, -2, -1. Alles klar, dann darfst du einmal würfeln. Nein, du brauchst nicht würfeln, weil darfst einen... ich darf einen Wurf negieren. Genau, einen genau. Rettwurf darf er negieren, das heißt, es stirbt einfach einer. Ja, der war zu langsam, der fällt halt jetzt. First Blood! Genau. Das kommt davon, wenn man sportlich nicht fit genug ist. Ja, wem erzählst du das? Du bist dran. Ich bin dran, so. Dann fange ich erstmal an mit meinen Townhouse. Na, wieso war mir das klar? Ja, die werden natürlich... ich weiß ja nicht, was die Tautons vorhaben, aber die kommen da nicht durch, ne? Da ist eine Brücke. Ich will ja gar nicht durch. Ich will vorbei. Achso, du willst hier in die Ecke quasi rein und die verstecken. Ich verstehe jetzt. Genau, das war der Plan. Das war der Plan. Da ich ja, wie heißt denn so lustig, ungehindert, du ignorierst die Effekte von unwegsamem Gelände. Also? Das heißt, ich darf eigentlich alles. Ja, nein, unwegsam heißt, eigentlich heißt es, dass du Abzüge bekommst auf Sand oder sowas, weil du ja Schwergängig machst oder im Schnee. Wo willst du denn hin? Nicht. In die Ecke. Schaffst du. Mit 2-mal schaffst du es. Ja, das habe ich auch vor. Okay. Dann sind die bewegt, möchtest du mir einen Ausweichmarker, weil wenn sie eine Standardbewegung machen, dürfen sie das? Kriegst du. Auch diesen kriegst du. Dann sind die bewegt. Könnt euch ja darauf einigen, dass die Townsons da hinten vorbeilaufen können, wenn ihr das möchtet. Ne, die hüpfen dann oben drüber und fressen alles, was da durch den Weg läuft. Die grasen jetzt dann hier so in dem Bereich. Okay, ja. Dann haben wir uns darauf geeinigt, haben wir das geklärt. Gut, ich ziehe einen Standardtrupp. Ich ziehe einen Standardtrupp und mein Standardtrupp, was macht der denn? Sind die Todestruppen Standard? Jetzt pass mal auf. Ich habe eine Reichweite von... 1 bis 3, 1 bis 4. Oh oh. Ey, der zieht den Kopf ein. Oh oh. Ich möchte Towntowns schießen. Oh oh. Aber die sind sowas von. So liebevoll und nett, das möchtest du. Ach so, ja. Das ist, ich so beim Imperium, wir haben keinen Streichelzoo. Wieso opferst du eigentlich schon wieder deine Towntowns? Das hast du in der Runde auch schon gemacht. Klar, der funktioniert gar nicht schon wieder nicht mehr. Und zwar, die sollten das ganz bestimmt mal tun. Schwarz, 7-mal schwarz, 2-mal weiß. Ich habe jetzt nicht bedacht, dass der da oben drüber sieht. Die habe ich jetzt völlig vergessen, die Jungs. Ja, die sind halt ein bisschen hoch, die Townsons. Und das steht halt auch gut. Sitz, Sitz, Platz. 2-mal weiß. Freunde der Sonne und der Hoffnung ziele ich. Ich ziele nicht. Ich habe nämlich 1 bis 3. Ich habe ja mal einen Ausweichmarker, da könnt ihr mir vielleicht noch helfen. Weißt du was? Was soll ich sagen? Ich ziele. Nein. Doch, auf wen möchtest du schießen? Nur auf die Towntowns. Die Towntowns, okay. Die Towntowns möchten. Siehst du, wird nichts. Da ich ziele, darf ich umwandeln? Nein, du darfst nicht umwandeln. Das ist aber blöd jetzt. Haha. 1, 2, 3, 4, 5 Treffer. Einen Ausweichmarker. Würfel erstmal, dann kannst du sagen, ob du ihn benutzen möchtest. Genau. Ja, möchte ich. Dann sind 2 Schaden. Genau. Würfel dann sind hat einer noch 2. Irgendwo? Ja. Einer hat noch 2 Leben. Gut, dann ist meine Einheit durch und du bist dran. Kannst du den Würfel ein bisschen zu dir ziehen, dass man den sieht in der Kamera? Den hier? Genau, so rüber, genau. Dann ziehe ich Han Solo. Na, endlich. So, jetzt habe ich aber keine Ahnung, was ich mit dem machen soll, ne? Laufen.
Ja, also übel. Also am besten Richtung Schusslinie. Das ist immer gut. Ich werde mit ihm auf jeden Fall hinter die Deckung laufen. Du bekommst auf jeden Fall keine Punkte, wenn du hinter der Deckung stehst, weil das habe ich extra so hingestellt. Ich weiß, aber ich habe Angst. Das ist so eine Ratte, ey. Ich habe es extra so gemacht, dass ihr euch nicht verstecken könnt. Hast so eine Ratte. Aber ihr habt Deckung, wenn ihr schießen wollt. Ach Quatsch, ich hätte gar nicht ziehen müssen. Ich habe ja noch die zwei aktivierten. Ja. Musst du nicht, ne? Ah, kacke. Okay, ja, Fehler im Spiel ist halt so. Ja, Spiel ist schuld, das kenne ich auch. Ich habe Reichweite 1 bis 2, da werde ich wahrscheinlich nirgendwo hinkommen. Ne? Nicht mal im Ansatz. Nee, dann bleibt er jetzt einfach stehen und dann kriegt er einen Ausweichmarker, oder? Nee. Kriegt er den, wenn ich jetzt das zweite Mal nichts mache? Du kannst auch nichts machen, aber dann gib ihm lieber einen Ausweichmarker, ja, bevor du nichts machst. Unauffällig, solange du verteidigst, besser deine Deckung um 1, falls du eine leichte Deckung hast. Ja, dann kriegt er den Marker und mein Zug ist vorbei. Der Ausweichmarker ist übrigens weg. Den haben wir benutzt. Ja. Mit den Markern habe ich noch nicht so drauf. Dann bin ich dran. Okay, ich ziehe. Ich ziehe wieder einen Standard-Trupp. Ich möchte mörsern. Nein. Aber sowas Standard? Von. Echt? Und ich ziele und möchte natürlich auf die Town-Towns schießen. Die fallen einfach um. Ja. Town-Towns. Der hat nur weiße Würfel, ne? Das ist gut. Die Standard noch. Also der Mörser. Darf der umwandeln? Natürlich nicht. Aber wir haben schon einen Treffer. Das ist aber nicht schlecht. Ja. Dann machen wir doch einfach drei draus. Ist das dein Ernst? Ein Crit, zwei normale Treffer. Das heißt drei Würfel. Dreimal würfeln, Kollege. Ich finde, das ist absolut uncool, was du hier mit mir abziehst. Ich bin Anfänger. Ja, ich glaube, ein Town-Town macht Tschüss. Ein Town-Town ist weg. Ja. Und ein Schaden, wenn ich das richtig gesehen habe. Welches möchtest du denn behalten? Nee. Der, wo nicht rennt, ist der Chef. Okay. Der muss stehen bleiben, ja genau, der kommt raus. Dann darf ich dir den reichen. Das finde ich jetzt voll uncool. Die haben 4 Leben, oder? Ja. Dann ist kein Schaden mehr drauf. Schade, aber kann man ja beim nächsten Mal besser machen, ne? Gott sei Dank. Dann sind die Rebellen dran. Go, you. Die Rebellen sind dran. Ja, ich ziehe meinen AT-RT jetzt, nachdem er ja aktiviert ist. Ich muss nicht mein Piepsen einspielen. Hast du gehört? Was der alles kann, ne? Ja, ich habe 2 Bewegungen. Ach, weißt du was? Das sind ja nur. Dann ziehe ich jetzt hier hoch. Das darf ich ja, oder? Genau, weil der ist Kletterer. Genau. Erstens das und zweitens haben wir gesagt, wir ignorieren das. Dann ziehe ich hier hoch. Und was habe ich denn für eine Reichweite? 1 bis 3. Du kommst dann beide hin. Dann schieße ich auf deinen Scharfschützen. Aber ich sag's dir gleich. Ja. Nein, halt, stopp. Stopp. Ja, 1 bis 2. Nee, aber dein 100 Blastergewehr. Doch, ich kann mit meinem Blastergewehr auf deinen. Der hat. Schießen. Unauffällig. Das heißt, solange ich verteidige, was ich in dem Fall tue, kann ich. Verbessere deine Deckung 1, falls du leichte Deckung hast. Und es ist leichte Deckung, also habe ich Deckung 2. Ja, aber vielleicht habe ich ja Glück. Ja, kann man machen, ne? Ja, warte mal, er hat Deckung 2, du hast 2 Würfel, oder? Ja. Du kannst gar keinen Schaden machen. Verdammt! Weil 2 Würfel, Deckung 2 minus 2 sind. Wenn das so ist, wenn ich keinen Schaden machen kann, dann ziehen wir alles auf Anfang. Und ich. Was mache ich denn? Oh Gott, wenn ich nach vorne laufe, holst du mich weg, ne? Der hat Panzerung. Ich würde das auf jeden Fall versuchen. Du hast aber Panzerung. Ich habe Panzerung. Das ist wohl richtig. Das heißt nur Crits treffen. Ja, dann. Du könntest auch versuchen, hier einen Punkt zu machen. Also nur so nebenher. Aber dann stehst du wahrscheinlich eher mit der Schnauze hier rüber. Ja. Wobei, dann könntest du nächste Runde auf die schießen. Ja, ich müsste halt dann, ich war jetzt gerade hier, dann gehe ich nochmal eins zurück. Da müsste ich eigentlich genau rüber gehen. Ja, dann mache ich das doch. Oh, ups. Der hat ja keine Schwachstelle. Naja, das war nee, der keine Schwachstelle. Der hat keine Schwachstelle. Oder schauen wir auf der Karte, vielleicht steht der Schwachstelle drauf. Ich glaube nicht. Panzerung, Gewirkfahrzeug, geübter Kletterer. Okay, dann halt. Also an der Stelle möchte ich gesagt sein, das Imperium ist äußerst fair, gell, und gibt natürlich auch Tipps. Ja? Ist voll nett von ihm, danke. Ja, voll gut, gell? Bis das Imperium verliert, dann ist die Nettigkeit genau, vorbei. Genau, ist sofort vorbei, ja. Nee, dann machen wir das so. Okay, dann bin ich dran. Ich habe doch Welpenschutz. Dein Marker? Dein Marker. Und ich ziehe, und ich ziehe Virgil. Und Virgil, was macht Virgil? Ich weiß absolut nicht, was die kann. Das macht mir ein bisschen Angst. Die ist nicht schlecht. Virgil möchte dir wehtun. Das hilft mir jetzt nicht unbedingt, dieser Kommentar. Ich ziehe davor. Ja, aber irgendwas muss ich ja sagen. Ja, und ich ziehe davor. Und dann bleibe ich da so stehen, dass du mich nicht sehen kannst. Dann bist nämlich du dran. Schon wieder. So, dann gehen jetzt meine Wookies. Wir haben Bewegung 2. Wir müssen mal 2 Marker. So, die schleichen sich hier entlang.
Die laufen auch so eine Runde 15 nicht einmal zugehauen. In Runde 7 kommen die ganz übel von hinten und moschen alles weg. Ich sehe schon, wo du hin willst. Das ungefähr ist der Plan. Ja, du weißt genau, was ich vorhabe. Ne? Das stinkt. Ja, irgendwie habe ich, schon eine Ahnung, was du vorhast. Nachdem du eine Bewegungsaktion durchführst, darfst du eine freie Nahkampfaktion durchführen. Ja gut, kann ich nicht. Bringt mir nichts. Nö, das war in der Aufstellung. Nee, dann sind die bewegt. Bin ich dran? Jo. Ich ziehe. Und ich ziehe meine Todestruppen. Hey. Ach, sowas aber auch. Ja. Meine Todestruppen latschen hier rauf. Ich freue mich, ja. Ja, kannst du auch. Ich könnte kotzen. Das Fahrzeug ist tot. Und dann möchten sie in deinem... nicht Leute, langsam. Ja? Wisse, die sind müde. Langsam, die sind müde, ja. Das war die zweite Aktion, sie schlafen. Todestruppler müde, muss schlafen, ja. Nein, und jetzt möchten die einfach mal deinen Tauntaun freundlich grüßen. Und zwar mit vier schwarzen, zwei roten, einem weißen. Ich habe präzise zwei, das heißt, ich darf zwei Würfel neu rollen. Wenn irgendjemand der Zuschauer gegen Todestruppen spielen muss, wenn du einen Zielmarker ausgibst. Auch wenn ich einen Zielmarker ausgebe. Also ich gebe keinen Zielmarker aus. Warte mal, zur Verständnis, das steht auf deiner Einheit nämlich auch drauf. Warte, bevor du würfelst. Ja, mit deinem Sturmtruppen. Ja, bitte hilf mir. Passt schon, lass gut sein. Alles gut? Nee, hier. Hallo. So, sobald du einen Zielmarker ausgibst. Ja, genau, genau. Also ich gebe keinen Zielmarker aus. Danke, sehr freundlich. Kacke. Wir nehmen einfach mal vier Treffer. Das heißt, wenn du vier Leerseiten würfelst, bist du tot. Ganz genau. Das werde ich aber nicht, weil mindestens einer hat das. Ich nehme mal den Würfel in die Hand. Sicher ist sicher. Mindestens einer. Okay, dann gesagt. Ist das die goldene Eins, der letzte Lebenspunkt des Tauntauns. Das heißt, er kommt noch einmal dran, das ist alles gut. Er tut hoffentlich. Wenn wir das nicht vermeiden können. Nee, der kommt nicht nochmal dran. Ja. Wenn wir das nicht vermeiden können. Ach doch, der kommt schon nochmal. Dann bist du dran. So, da ziehe ich meinen letzten Marker. Das sind logischerweise meine Standardtruppen. Meine Rebellenkämpfer. Was können die denn? Die können zwei laufen. Wir haben eine Reichweite von 1. Stefan hat sich auf jeden Fall super platziert in den Standtrupp, dass er Deckung 1 hat. Ja, ich kann es gerade. Schau mal, da ist ein Deserteur dabei, der dreht sich in die falsche Richtung. Ja, das passt schon, der macht genau das, was er machen soll. Ich bewege mich, wo bewege ich mich hin? Am besten in mein Schussfeld. Tu dir den Gefallen. Da komme ich nicht an dich ran, ich muss mal irgendwas tun. Ja. Ich muss mich ja immer das volle Dingsbums hier bewegen, oder? Musst du nicht. Nee, du kannst auch bis zur Hälfte gehen. Genau. Du kannst jetzt deine Leute auch dahinter stellen. Wenn also deine, deine Einheiten... Dann stelle ich mir jetzt hier schön hinter der Hand und die Deckung. Und hoffe, dass ich eventuell... Nope. Du hättest ja mit deiner Einheit nur darüber gehen müssen, an die Deckung, jetzt auf die Todestruppen schießen können. Hättest du tun können. Ich bin wahrscheinlich auch nicht rangekommen. Doch. Naja, ist halt jetzt so. Nun gut, letzter Trupp. Die Sturmtruppen. Jetzt wird es hier oben kuschelig. Wir rutschen mal ein bisschen mehr zusammen, weil die wollen auch hier rauf. Die wollen nämlich auch noch ein Stück vom Tauntaun abhaben. Lass die anderen halb unten stehen, wenn kein Platz ist. Ja, also die warten an der Treppe, weil die haben Anstand. Und jetzt möchte ich das Feuer, oder? Warte mal ganz kurz. Nein, ich möchte das Feuer auf das Tauntaun eröffnen. Warum? Und zwar... Das ist pelzig, das ist süß, das ist toll, das ist wie ein Welpe. Mit sechs Weißen. Du bist ein Monster. Entschuldigung, sieben Weiße. Oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein, fünf Weiße sind's und zwei Rote. Das ist tot. Wir sind in der zweiten Runde, okay. Ich habe mir bis zur dritten gegeben, das könnte ich schaffen. Ich glaube nicht, dass mein Leben... Ja, nicht das Tauntaun überhaupt. Achso. Ich habe vier Treffer, unter anderem drei Crits. Das heißt vier Würfel. Also wenn du viel Glück hast. Ich brauche vier Schilde. Es sind drei. Es ist tot. Knapp daneben ist auch vorbei. Für die Zuschauer hier, bitteschön. Ja. Knapp. Hätte ja klappen können. War schön gedacht, ne? Runde vorbei. Runde vorbei. Was ist passiert in Runde 2? Muss ich umdisponieren. Das Tauntaun ist einfach todesmütig nach vorne in den Tod gelaufen. Beide, bitte. Verzeihung, beide Tauntauns.
Was ist noch passiert? Die Rebellen haben einzelne Einheit verloren, also eine Miniatur von ihren Standardtruppen. Zudem bekommen die Rebellen aber auch noch einen Punkt. Das heißt, die Rebellen führen mit 1-0. Und das geht schon. Und dann gehen wir auch schon gleich in Runde 3. Dann würde ich sagen, sammelt eure Marke ein, wählt eure Karten aus und dann schauen wir mal, was in der dritten Runde passiert. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Ich habe meine Karte. Dito. Sag an. Hinterhalt. 1. 2. Ich habe Vorstoß. Gut, Hinterhalt bedeutet eine Einheit, Vorstoß bedeutet 2. Die Rebellen fangen an. Achso, Verzeihung. Ja, das ändert aber an meiner Entscheidung nichts. Ich aktiviere meine Wookies. Die Rebellen nehmen gezielt die Wookies. Und was macht das Imperium? Sterben. Das Imperium nimmt den Scharfschützen. Und die Strandtruppen. Gut. Dann die 1 beginnt, das heißt, die Rebellen fangen an. Fangen den ersten Zug. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Ich will jetzt nicht sagen, es war geplant, aber es war geplant. Ja, ich denke es mir schon. Du weißt genau, was ich vorhabe. Ja. Ja, und ich weiß genau, dass du mir richtig in die Schusslinie läufst, wenn du Pech hast. So. Meine Rookies laufen jetzt erstmal 1 nach vorne. Du kannst übrigens auch erst ziehen, ne? Du musst nicht die aufgedeckten, aktivierten benutzen. Nee, die sollen nach vorne laufen. Das ist ja der Plan an der ganzen Geschichte. Ja. Auch wenn der Plan halt überhaupt nicht funktioniert. Ja, mehr machen sie nicht. Ein Ausweichmarker vielleicht? Ja. Das war der hier. Genau. Dann zieht das Imperium. Das Imperium zieht auch. Habe ich da eigentlich schon irgendwas getötet? Nee, ne? Einen Standard. Du hast noch nicht einmal geschossen, glaube ich. Stark. Bockstark. Stark. Hammer. Aber du hast schon einen ganzen Trupp verloren und eine Miniatur von deinem Standard. Aber ich habe einen Punkt. Du liegst in Führung. Das möchte ich an diesem Punkt bemerken. Gut, ich aktiviere meine Sturmtruppen. Klasse dich. Meine Sturmtruppen möchten den Läufer Grüß Gott sagen. Und zwar ohne Zielen. Und das sind 5 weiße, 2 rote. Ich bin gespannt. So, ich ist auch. Jetzt interessant. Das sieht doch gar nicht mal so scheiße aus. Es sieht richtig schlecht aus. Ja, es sind 2. Darf ich habe Panzerung. Das Panzerung ist 1. Ja. Du darfst umwandeln, weil du ein DLT dabei hast. Ich darf umwandeln, ja. Du hast ein DLT dabei, oder? Der hat Wucht 1, glaube ich. Ja, der hat Wucht 1, das ist richtig, aber... Also du darfst alle Nicht-Crits negieren. Ja. Also zwei, die er geschafft hat. Einen aber. Das heißt, du musst einen würfeln. Ach so. Du musst einen würfeln. Oh, Mist. So, also wenn er jetzt keinen Wucht hätte, wenn der DLT nicht dabei wäre, dann hätte seine Würfel einfach ins Leere gefallen. Also, ja, er hat einen weißen, ja. Einen Schaden. Genau, dann kriegt er einen Schaden. Dann hat er noch 5. Dann machen wir doch hier von 5, oder? Rückwärts. Und dann kriegen meine einen Bereitschaftsmarker. Das ist dieser hier. Den lege ich jetzt einfach mal hier so drauf. Und dann bist du dran. Mein Standardtrupp. Mensch. So. Jetzt werde ich natürlich... Ja, was kann ich tun? Ich kann nicht viel tun. Du kannst aus der Deckung laufen. Das ist ja genau das Problem. Ne? Ich habe das schon so gut platziert. Ins wärmende Licht eines Lasers. Ich beschimpfe jetzt mal kurz den Admin. Ja. Die Deckung ist echt scheiße gestellt. Oh Gott. Du hast hier einen Punkt. Du kannst einfach so stehen bleiben und einfach nichts machen. Ja, super. Der schießt mich einfach weg. Ich könnte einfach weglaufen. Wie gewinnst du? Ich habe einen Punkt. Jetzt laufe ich weg. Mein Standardtrupp. Der macht jetzt einfach mal was ganz Verrücktes. Ja, der läuft jetzt einfach mal hier. Mhm. 1, 2, weil ich komme eh noch nicht an dich ran. Halt, das ist ja gar nicht der Chef. Wo ist denn der Chef? Das ist der Chef. Ja, das passt schon. Wenn du ja, dich dahinter stellen willst, also sie stellen sich hinter die Deckung. Ja.
und warten, bis deine Jungs jetzt über die Brücke laufen, um sie dann einfach wegzuholzen. Das werden sie nicht tun. Ich will dich jetzt nicht schocken, aber das werden sie wirklich nicht tun. Ja, das Gefühl habe ich auch. So, ich stehe da irgendwie gerade auf verlorenen Posten. Alle Rebellen, die mich da draußen hören, Hilfe! Ich ziehe den Mörser. Nein. Haha. Ich glaube, da reicht's nicht, oder? Nicht ganz. Reicht's für den? Für den reicht's. Ja, für den reicht's. Für den reicht's. Du brauchst Klitz, ne? 1 bis 3, schauen wir mal. Was kann ich denn? Weißt du was? Ich probier's. 3 Weiße und ich ziele. Nein. Doch. Oh. Ich bin gespannt. Ich auch. Ein Crit? Ein Crit. Würfel, du Luder. Ja! 4. Ich möchte ja einfach nur ein Modell von dir töten, ne? Also einen ganz anderen Anspruch habe ich mittlerweile gar nicht mehr. Ist ja spannend. Also die Wookies machen nichts. Dann bist du dran. Das ist absolut. Was macht nichts? Die Wookie-Füße. Nein, die Wookies machen bis jetzt gerade. Aber die Wookies tun jetzt dann gleich richtig weh. Ich habe meinen Läufer. Ja, aber dann ist das Spiel vorbei, wenn sie hinkommen. Das kann ja mein Läufer alles. Ja, gut, sobald du kletterst, ist alles schön und recht. Ja, Wucht 1, ja, ganz toll. Ich muss an dich ran, das ist irgendwie kacke. Du hast doch Reichweite 1 bis 2 mit dem Flammenwerfer. Ja, ich habe Reichweite 1 mit dem Flammenwerfer. Das 1. ist das Problem. Ja, kann man machen. Genau, ist eine super Sache, ne? Kann man machen. Aber ich darf mich ja 2 bewegen. Komme ich da. Ja, verdammt. Scheiße. Aber ich könnte mich immer noch, ich kann mich so halb nee, davor bewegen, hin. Aber ich habe dann hin. Immer noch das Ziel und stehe in Deckung. Nee, hinter dem Ding gibt es schon keinen Punkt mehr. Nee, du musst vor, tatsächlich vor der Wand. Das ist wirklich so, er hat es wirklich so ausgemessen, das ist rattig, aber es ist so. Ich hasse dich, echt. Echt gib, jetzt? Gib dem Kollegen 2 außer ich mag und fang zu beten an. Verdammt! Das ist extra so gemacht, dass du hinter der Deckung keine Punkte mehr bekommst. Moment. Da unten steht ja noch jemand. Das funktioniert mit einem Flammenwerfer, aber es hat einen Würfel. Das ist ein Würfel. Es ist egal, es ist besser, wie gar nichts zu tun. Oh, ne? Geil, er rennt auch noch richtig in meine Schusslinie. Ja, was soll ich denn machen? Ja, mach mal. Nicht so dummes Zeug. Ich habe schon völlig falsch angefangen, jetzt ist auch schon egal. Entschuldigung, aber wir von uns beiden ist beim Bund. Beim letzten Spiel hat es super funktioniert. Na dann, gib ihm. Dann Würfel rein. Ja, dann ab geht's. Flammenwerfer, 2 schwarze. Plus darf mir auf dein Ding nochmal ein, oder? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Füge die Würfel dieser Waffe für jede Miniatur der zu verteidigenden Einheit, zu der du Sichtlinie hast, einmal zum Angriffspool hinzu. Also 2 habe ich Standard. Das heißt, du hast nur. Habe ich nur 2, oder? Ich glaube nur 2. Ich glaube auch. Weil jedes Modell in Sichtlinie des Trupps. Also 1. Also für mich macht es Sinn, dass es sind 2 schwarze. Füge die Würfel dieser Waffe für jede Miniatur. Doch, füge die Würfel dieser Waffe für jede. Ja, sind 2 Würfel. Sind 2 Würfel. Zu der du Sichtlinie hast, einmal zum Angriffspool zu. Ja, sind 2 Würfel. Wir haben schwarze. 2 Treffer. So, ich habe Wucht 1. Ja, das macht mir nichts, weil Virgo hat auch den Würfel. Schade. Ich hasse dich. Das ist nicht das Argument, aber. Und Virgo wandelt ganz souverän in nicht geschadet um, ja? Virgo kriegt Damage. Habe ich dir schon gesagt, dass ich hasse? Sie wandelt nur in Treffer. Entschuldigung, ich habe mich verguckt. 2 Schaden, Verzeihung, Top. Mia culpa, mia Top. Culpa. Ich habe Schaden verursacht. Mia culpa. Ich möchte hiermit festhalten, dass die Rebellenallianz Schaden verursacht hat. Wir rechnen uns jetzt. Kein Thema. Egal, ich habe Schaden verursacht. Ich habe Moment, erreicht, wie Moment, ich bevor wir weitermachen. Er hat sich bewegt gehabt und hat geschossen. Du hast da einen Bereitschaftsmarker liegen. Ja, ich weiß, ich könnte zurückschießen. Du kannst jetzt nochmal zurückschießen. Und das tue ich nämlich auch. Nein, mach's nicht. Bevor du weitermachst. Nein, mach's nicht. Welpenschutz. 2 Rot, 5 Weiß, Kollege. Du hast eine Braut angekratzt. Ja, man schlägt keine Frauen. Ja, hat er geschossen. Ich habe sie geschlagen. Auch noch geschossen. Mit Feuer. Ich habe sie gegrillt. Einen darfst du würfeln, einer ist nämlich ein Crit. Darf ich einen Crit wandeln? Du darfst umwandeln, wenn du den DLT hast. Den DLT habe ich, dann sind es 2. Nämlich 2 Crits. 2 weiße Würfel, bitte. Ich mag dich nicht mehr. Und du kriegst 2 Schaden, wenn mich das nicht täuscht, oder? Dann hat er noch 2. Sehr gut. Das allerdings jetzt, sind wir jetzt im Beschädigtzustand, oder? Was sagt denn das gelbe Symbol für eine Zahl? Bei 4 eigentlich ja, schon. Dann sind wir jetzt bei 4.
Das heißt, du darfst jetzt würfeln, was passiert. Wahrscheinlich wäre dein Flammenwerfer schon kaputt gewesen. Womit würfel ich denn? Gib mal die Anleitung her, ich glaube, wir beißen. Ich glaube, wir haben es sowieso schon aufgelassen, das macht unser Spielmaster. Wir haben es tatsächlich schon aufgeworfen. Ja. Der kontrollierende Spieler wirft einen roten Verteidigungswürfel. Das ist ein roten Würfel schon, ja. Yay. Nix. Die Miniatur wird deaktiviert. Sie hat eine Deaktivierungsmarke. Eine deaktivierte Einheit kann keine Rückwärtsbewegung durchführen und muss zwei Aktionen ausgeben, um eine einzelne Bewegung durchzuführen. Das heißt, du hast eine Aktion weniger auf gut Deutsch. Du kannst dich nicht zurückziehen. Das ist das Beste, was du würfeln lassen können, Junge. Ja? Bin ich dran? Irgendwie ist das alles Mist. Bin ich dran? Bist du dran? Wer ist denn dran? Du bist dran, du bist dran. Ich ziehe, ich habe Virgil gezogen. Virgil mit Blut sehen. Was für eine Klatsche. Virgil möchte einfach Blut sehen. Ja. Da hätte ich mit meinem Ruin auch gewonnen, wenn du so eine Kacke zusammenspielst. Was willst du da großartig machen? Ich krieg einen Zielmarker und einen Ausweichmarker. Ja, liegen vor dir. Einmal zielen, einmal, was ist ein Ausweichen? Der da hier, ja. Einmal ausweichen für Virgil. Dann. Das heißt, ein Präzisionsschütze braucht man nicht, Ausrüstung brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Zwei Rot, ein Schwarz, zwei Weiß. Puh. Zwei Rot, ein Schwarz. Ja, aber provokant vorzählt, ne? Naja, klar, das ist aber, das liegt daran, dass ich Brillenträger bin, ja? Ja. Da haben wir ja was gemeinsam. So, darf Wörsch umwandeln? Ich glaube, ja. Das darf sie. Die normale Treffer. Das ist... Du hast Zielmarker. Ich habe Zielmarker, ich ziele und ich habe auch Wucht meines Wissens noch. Du hast auch Wucht. Ja, Wucht 1 habe ich nämlich. Ich hab Panzerung, bringt mir das irgendwas? Ja, bringt dir was. Und ich kann auch diese Schilder in Kritz umwandeln. Und da habe ich nämlich auch einen. Und dann wandle ich einen normalen um. Du möchtest nicht nochmal neu werfen? Doch, natürlich. Umgewandelt wird erst, wenn alles geworfen ist. Ich würfel doch eh Schmarrn. Ja, aber... Na, schau, 3. Du darfst 3 würfeln, bitte. Der ist tot. Womit darf ich denn? Weiß. Mit Weiß? Oh, das ist aber schön. Mensch, ja, toll. Aber es sind wenigstens 3 Würfel, ist ja schon mal cool. Nur klasse. Ja. Das ist 2 Schaden, das heißt, der geht. Ist er weg. Bin so frei, ich reiche ihn dir rüber. Ich würde dir auch gerne eine reichen. Ich schenke dir auch eine ein. Virgil geht hier oben in Deckung. Alter. Ist das peinlich. Und dann bist du dran. Der Zielmarker ist weg, aber der Ausweichmarker bleibt. Ja gut, ich habe nur noch meinen Hand, ne? Das ist ja ein wahres Gemetzel hier. Hauptsache die Wookies laufen außen rum. Ja, super. Ja. Das sollte eigentlich anders laufen. Aber... Rückwärts vom Berg ab. Man läuft. Aber der Han, der kann schießen. Wenigstens spiele ich Star Wars. Ja, genau, irgendwie. Ja, aber 1 bis 2, ich komme auf deine Version, oder? Ja, kommst du hin? Ich will zielen, definitiv. Ja, bitte darum. Und dann schieße ich mit meinem mächtigen Blaster, mit 2 roten. Ja, du brauchst nicht schießen. Ja. Sie hat Deckung 2 und einen Ausweichmarker. Ja, Crit. Wenn ein Crit würfelt, 2 Crits, könnte was durchgehen. Ich habe Scharfschütze 1. Solange ein Fernkampfangriff durch ist, verliere die Deckung des Verteidigers um 1. Kann man machen. Und Revolverheld, nachdem du eine Fernkampfangriffsaktion durchgeführt hast, darfst du einen zusätzlichen Fernkampfangriff gegen eine andere Einheit durchführen. Läuft doch, oder? Ist in, ja, ist aber nichts in Reichweite. Nee. Das heißt, achso, eine andere Einheit, okay. Mhm. Aber ich kann auch sie schießen. Genau. Kannst du tun. Und der hat sogar nur Deckung 1. Ja, merkst du was? Mach mal. Mach das. Und ich hab. Ein Crit, ein Treffer. Treffer und ein Crit. Hast du gezielt? Ja. Dann darfst du einen neu werfen. Ich würde. Den. Nicht Crit neu werfen, ja. Ja. Der Rest macht keinen Sinn. Ja, okay. Und dann gebe ich meinen Ausweichmarker aus. Wo hast du den her? Den kriegt die beim Aktivieren. Oh. Genau. Gibt es eigentlich irgendwas, was die nicht kann? Sterben. Unter Wasser atmen, habe ich gehört, ist schwierig. The last but not least, die Todestruppen. Ja, und die haben auch so ein nettes kleines Gimmick. Das heißt, Dauerfeuer-Konfiguration, das aktiviere ich jetzt. Und das heißt, dass sich meine Reichweite von 1 bis 4 erhöht. Was? Und wenn nach Adam Riese brate ich dir jetzt mit denen hier voll einen über. Auf die da.
Bist du auch noch stolz drauf, ne? Ich gebe Mühe, ja. Ich habe auch Kinder im Sandkasten immer geschubst. Ja? Ja? Als Erwachsener. Als Erwachsener. Weil die können sich nicht wehren. Richtig. Das sind 4 schwarze, 2 rote, 1 weißer. Theoretisch habe ich aber immer noch gewonnen. Ich habe einen Punkt, er nicht, ne? Ja, aber es sind noch 2 Runden zu spielen. Theoretisch hast du noch gewonnen. Okay. Oh, schau her, da sind die Crits. Und ich bin dafür, dass er nochmal werfen muss, einfach nur weil. 2 darf er nehmen. 2 darfst du nehmen, sind es 3. So, meine Herren. Dürfen die umwandeln? Moment, der Wellendruppen. Ja. Dann darfst du wenn dich ich von. Das richtig sehe. Das ist korrekt, du darfst dich von 2 deiner Miniaturen verabschieden. Das ist ja schon mal besser wie von 3. Ich habe das positiv gesehen. Ich sterbe nicht so schnell wie gedacht. Laufe ich mit meinen und zwar hier runter. Eigentlich sogar hier rüber. Weil jetzt dann gleich die Wookies hier um die Ecke kommen. Also überlegen die sich gar nicht. Du musst 2 Punkte machen, Stefan, ne? Ja, ja, keine Sorge, bin gleich dran. Okay. So. Gut, dann habe ich immer noch 2 Einheiten. Erstmal ist der Kollege nochmal dran, aber der hat nichts. Ich glaube, der ist blank. Mhm, ich bin blank, ja. Dann möchte ich mit meinen Strandtruppen agieren. Und zwar. No risk, no fun. Was soll passieren, ey? Ja, komm jetzt, die Runde läuft. Mein Dester? Ja. Wenn du dich bewegt hast, darfst du eine Nahkampfaktion durchführen. Einmal oder zweimal bewegen? Ups. Sobald du dich einmal bewegt hast, darfst du die Angriffsaktion durchführen. Sobald ich mich einmal bewegt habe. Also man merkt, bei uns am Schlachtfeld geht es zu, ja. Die Einschläge sind jetzt sogar schon in der Nähe von der Kamera zu spüren. Sei ja. Alles cool. Und bisschen schief, aber steht. Was ist das denn? Ja, die sind jetzt dahin gerutscht. Ja, nee. Ich will doch Punkte machen. Ja, nee. Ja, doch. Und dann hast du immer noch die Scharfschützen. Ja, die Scharfschützen habe ich auch noch und die wollen natürlich auch noch mal was tun. Und zwar zielen die jetzt und schießen einfach mal auf Han Solo. Weil sie es können. Findet der aber uncool. Jetzt muss ich doch mal gucken. Nee, das machen wir. Das ist natürlich blöd. Ne? Aber gezielt ist gezielt. 2 Treffer habe ich. Minus 1 sind 1. Minus 1 ist 1. Ja, ich habe unheimliches Glück, ne? Ja, dann darfst du jetzt ich darf einen Würfel verteidigen und darf dann nochmal bis zu 3 neu werfen. Nee, das läuft nicht so. Und zwar, du hast Deckung 2. Darfst du bis zu 3 verteidigen. Ja, ja, aber ja, du genau, darfst das in einem Zug neu würfeln. Pass auf, also. Okay. Das ist so, du hast Deckung 2, wir ziehen eine Deckung ab. Mhm. Das heißt, Deckung 1. Wir nehmen einen Würfel weg, wegen der Deckung. Und dann haben wir noch einen Treffer und er darf einen von deinen Verteidigungswürfeln ignorieren. Das heißt, auch wenn du erfolgreich verteidigst, dürfen wir den ignorieren. Ignorieren. Genau, das heißt, du brauchst den Würfel. Kann ich ihn dann nicht nochmal neu werfen? Du kannst ihn nochmal neu werfen, aber er darf ihn trotzdem ignorieren. Verdammt, perpetuum mobile. Ja, hätte nicht geklappt. Ja, okay. Wie viel Leben hatten wir? 6 insgesamt. Dann ist er jetzt auf 5. Uncool. Dann ist die Runde beendet. Runde vorbei, dann gehen wir jetzt in Runde 4. Was ist in Runde 3 passiert? Die Rebellen haben nichts gemacht. Nichts gemacht, ja. Die haben 2 Einheiten in ihrem Standardtrupp verloren, also 2 Miniaturen. Sowie den AT-RT verloren. Die Strandtruppen sind vorgerückt, um sich einen Punkt zu sichern. Das heißt, es steht jetzt 1-1. Drückst du nur rein. Die Wookies sind aus rumgelaufen, haben nichts gemacht. Die Todestruppen sind von ihrem erhöhten, was auch immer, Ausguck runtergelaufen. Was sie machen, wissen wir noch nicht. Todesgruppendinge. Todesgruppendinge. Aiden hat sich mal in Richtung Mitte begeben, um Punkte zu machen. Schauen wir mal, was jetzt in der vorletzten Runde passiert. Deswegen würde ich sagen, wählen wir die Karten und spielen die nächste Runde. Oh, schwere Entscheidungen, die hier getroffen werden. Mhm. Im Spielfeld. Ich hab's. So, Imperium hat gewählt. Gott. Okay.
nicht viel. Fertig? Jo. Genau. Attacke, mach. Planänderung 3. 1. Folgendes zu deiner Information. Ich habe Impulsscan gewählt. Das ist eine Spezialkarte von Alden Wörschung. Die erhält Scharfschütze 2 und einen Zielmarker am Anfang. Und am Ende der Aktivierung bekommt sie einen Ausweichmarker und einen Bereitschaftsmarker. Mhm. So, du hast Han Solo, oder? Planänderung, ja. Sobald diese Karte aufgedeckt wird, darfst du sie ablegen, um eine Kommandokarte eines Gegners auf dessen Hand zurückzuschicken. Falls du das tust, kehrt ihr zum Schiff Kommandokarte auswählen zurück. Jeder Gegner kann die Kommandokarte, die auf seine Hand zurückgeschickt wurde, nicht auswählen. Das heißt, ich habe die jetzt, glaube ich, gerade erfolgreich negiert. Gell? Okay, wenn du das möchtest, ja, ist das so. Ich zögere das unvermeidlich hinaus. Dann wählen wir jetzt noch einmal neu. Ich habe gewählt. Ja. Dann was hast du? Genau. Waghalsige Ablenkung 2. Und ich habe Erschütterungsschuss 2. Ist auch wieder eine eigenspezifische Karte. Verpasst ihr mit Reichweite 1 bis 2 5 rote Würfel. Uncool. Ich habe, das ist Han Solo und ein Truppler. Sobald eine feindliche Einheit einen Angriff durchführt, muss sie, falls möglich, eine Truppeleinheit mit einem offen ausliegenden Befehlsmarker angreifen. Das ist jetzt irgendwie so das Dümmste, was ich hätte machen können. Ja? Ihr müsst einmal kurz drum wählen, würfeln. Ja, das machen wir jetzt gleich. Aber er darf jetzt noch schnell seine Einheiten und dann wollen wir noch. Machen wir es so rum, okay. Machen wir es so rum. Ja, ich muss das kein Problem. Tun. Möchtest du ansagen? Was möchtest du? Warte mal, deine Karte sagt doch Han Solo plus Truppler, oder? Mhm. Wookies zählen nicht als Truppler. Ich muss die Standard. Musst, ja. Genau. Das heißt, wenn er feuert und angreift und kann, muss er auf die Truppler schießen. Das war jetzt mein Fehler. Symbol oder Nicht-Symbol, das ist Symbol. Hier die Frage. Und da kein haben Symbol. Wir kein Symbol. Also jetzt läuft gerade echt alles schief, was schief laufen kann. Das heißt, das Imperium beginnt. Das Imperium schaut doch mal, ob es in Reichweite ist, um Han Solo mal grüß Gott zu sagen. Das Imperium. Und das ist es. Beginnt und das gewinnt. Das Imperium muss eventuell auf die, auf die Truppen hinten schießen, auf die Standardtruppen. Weil die Fähigkeit von Han Solo. Wenn es in Reichweite ist, genau. 1 bis 2. Sind sie in Reichweite? Die sind in Reichweite. Ja, das ist also falls so. Möglich. Falls möglich, das ist es möglich. Es ist möglich, deswegen nehme ich jetzt nicht Wörso und ziehe gleich. Danke für den Tipp. Mist. Spezialeinheit, ich nehme meinen Scharfschützen. Und zwar schießt mein Scharfschütze auf. Die Wookies sind aber gut versteckt. Mhm. Ja. Deine Scharfschützen schießen auf den Standardtrupp der Rebellen. Ja, tun sie auch. Weil sie müssen. Wollte ich ja. Okay. Wollte ich ja gehen, das steht ja eh auf der Debatte. Ja, habe ich 2 Treffer, dann... Minus 1 ist 1. Hm? Minus 1 ist 1, einer tot. Ja, einen darfst du wegnehmen. Brauchst nicht wegnehmen. Dann bist du dran. Irgendwie habe ich nicht einmal geschossen, ne? Die sind einmal nach rechts gelaufen, einmal nach links gelaufen und fertig. Scheiße. Du kriegst übrigens noch einen Punkt, ja? Stefan, du bist dann bei 2 Punkten. Es wäre ja ich bin jetzt gerade erst hingezogen, es steht 1-1. Es steht 1-1. Bist du sicher? Alles gut, es passt so, ne? Stimmt, du bist gerade hingezogen, ich habe schon umgedreht. Ja. 1-1. Schneid ich raus. Alter Schwede. Ja. Ihr seht mich gerade ratlos. Bei dem Mist, den du da zusammenspielst, bin ich auch ratlos. Ich wüsste aber nicht, was ich anders machen sollte, tun könnte. Also deine Tauntauns würden noch leben, dein AT-AT würde auch noch leben, wenn er nicht diesen Flammenwerfer gehabt hätte. Und deine Tauntauns, wenn sie nicht da hinten langgelaufen wären. Ins der Flammenwerfer war ein absoluter Fehler. Der Plan sollte auch eigentlich anders funktionieren. Ja, was tue ich jetzt? Ja, ich schieße. Ne? Mit was auf was? Okay, auf Virgil. Ja. Du bist ja mutig. Ja, also dann hau rein. Die Standtruppen haben keine Deckung. Die kannst du auch feuern. Kommt das ist völlig egal, was ich mache. Ich habe es so oder so schon verkackt. Ich habe 2 rote und einen schwarzen. Sag halt was. Nein, ich kann das nicht. Da liegen auch noch 2. Du willst anstatt den Angriffswürfel einen Verteidigungswürfel Ich werde natürlich zielen. Ja, natürlich. Alles klar. Logischerweise. Mach mal. Was hat denn mein Impuls? Ionentruppler hat Wucht 1. Das bringt mir nichts, ne?
Ne, die Union 1 bringt mir auch nichts. Zwei Treffer. Du darfst neu rollen. Der einen hat Deckung 2. Darf der umwandeln? Ja. Die Rebellentruppe wird dürfen umwandeln. Das heißt, wir haben einen Treffer. Nee, dürfen sie nicht. Das ist nur Verteidigung. Ach, verdammt. Ah, ich hab's gesehen. Wir haben einen Treffer. Und der ist. Jetzt wird's spannend. Tot ist durchgegangen. Yay! Gut. Wie viel hat die noch? Oh, 3. 3 Leben. Mensch, hat sie noch. Ich hab dir wenigstens schon mal 3 Lebenspunkte weggenommen. Ne? 3 Leben hat sie noch. Nichts getötet, aber wenigstens 3 Lebenspunkte weniger. Alter. Na, dann bin ich wohl dran. Hammerhart. Ich aktiviere Virchow. Und Virchow knallt den einen von Latz mit 5 Roten. Du kannst jetzt auf Hahn schießen, weil die sind, haben keinen offenen Marker mehr. Mhm. Achso. Ja gut, dann schieße ich halt auf Hahn. Nein. Also irgendwie ist unser Spielleiter nicht auf deiner Seite. Nee, echt nicht. Ich bin auf jeder Seite, aber ich versuche halt ein bisschen hier... Ich habe nur, weil ich den zweimal abgezogen habe. Das schneide ich auch raus. Ich gebe meinen Zielmarker übrigens nicht raus. Ich habe 5 Treffer gemacht. Ja. 2 nehmen wir weg. 2 nehmen wir weg, sind 3. Okay. Mhm. Ich würfe trotzdem, weil ich habe ein unheimliches Glück. Das heißt, ich darf, solange ich verteidige, 3 Verteidigungswürfel neu würfeln. Du darfst alle 3 natürlich alle 3. Und... Ja, eine Kippel, kannst du nochmal werfen. Kippel da. Ja, toll. Dann wegen mir kann der auch zählen, ja? Wir machen jetzt da keinen Stress. Aber war das ein Schild? Das war ein Schild, dann würde ich ein Schild zählen lassen eigentlich. Dann einen Schaden, oder sehe ich das richtig? Dann ist er immer noch tot, oder? Das sind 5 hat er schon bekommen, oder? Ja. Ja, 6 hat er. Oder? Was steht da für eine Zahl? 5. Hat er noch 5 Leben? Dann hat er... Achso, der ist jetzt auf 4. Ihr zählt runter. Genau, wir haben runtergezählt. So, genau. Ganz okay. Cool bleiben, ja. Also noch, das war jetzt gerade mein noch Ding. Ist er da. Mensch, top. Das ist aber auch cool, weil jetzt bewege ich nämlich Virchow vor. Und zwar hier an den da. Und das Coole ist, sie hat ihren Zielmarker noch, bekommt jetzt einen Ausweichmarker und einen Bereitschaftsmarker am Ende ihres Zuges. Nee, bekommt sie nicht, weil das hätte sie mit der anderen Karte gekriegt. Also ist okay. Das ändert irgendwie nichts an der Ausgangssituation, ne? Aber einen Ausweichmarker bekomme ich trotzdem. Weil die den sowieso bekommt. Ich finde dich gerade richtig scheiße. Ja. Warte mal, ich überprüfe kurz, ob ich damit leben kann. Ja, geht. Du bist dran. Aber nur, weil ich gewinne. Ja, ja, ich habe nur noch meine Wookies. Ne? Als ob ich ein schlechter Verlierer wäre. Ich weiß absolut. Du bist aber auch ein schlechter Gewinner. Ich weiß. Du hast Han Solo auch noch, ne? Ja, den... Das klingt nach Solo. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Tobas. Aber was? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Versuch halt wenn mal. Ich auf die schieße, also ganz ehrlich, nichts. Auf die schießen bringt auch nichts. Wenn du einen Tipp willst, ja. Ja, bitte. Bring doch deine Wookies endlich mal in den Nahkampf. Ja, wie denn? Ja, geh doch einfach da rauf und kommst du kommst hin. Mit 2 Bewegungen kommst du hin und kannst dann einmal zuhauen. Da komme ich doch niemals im Leben ran. Doch. Natürlich, du hast 2er Bewegungen. Ja. Ja, das ist einmal. Noch. Ja? Das noch einmal. Und jetzt hast du eine freie Angriffsdingsbums. Bist doch dran. Bist voll doch. Dran. Das geht doch. Ich bin gedacht, das geht nicht. Ich hab das völlig unterschätzt. Mhm. Frag doch mal das Imperium. Die kennen sie mit Wookies aus. Ja, genau. Ja, die gehen wir natürlich angreifen, ne? Ja, das war mir irgendwie klar. Und da meine... Nachdem du eine Bewegungsaktion durchgeführt hast, darfst du eine freie Nahkampfangriffsaktion durchführen. Sind dann, gilt das immer noch? Ja, ja, natürlich. Du darfst jetzt draufhauen. Das sind 8 schwarze Würfel. Das sind... was habe ich denn jetzt? Rückklinge. 2 schwarze Würfel. Pro Modell. Pro Modell. Sind 4. Sind 8. Ja, 4 mal 2. Sind 8. Und dann habe ich doch... sind 4. Sind 2. Sind 8. Solange du einen Nahkampfangriff durchführst, füge einen roten Angriffswürfel zu deinem Angriffswürfel zu, falls also, du verwundet bist oder falls eins... Oder mehrere deine Miniaturen bereits besiegt worden sind. Okay, das gilt nein, stopp. Später. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Du bist ja nicht verwundert. Aber dann bekomme ich 8 schwarze Würfel. 6. Ja, 8. Hier, ja, bitteschön. Zum Glück habe ich nochmal welche gekauft. Ja, das Gott sei Dank hast du Würfel gekauft. Jetzt kommen die Wookies. Können die umwandeln? Ja, so wie ich mich kenne, bestimmt. Sag mir mal bitte, was das heißt. Die dürfen in Treffer wandeln. Die dürfen in Treffer wandeln. Ja. Also darf ich den, in Treffer. Den und den in Treffer wandeln? Also sind 7 Treffer. 7 Treffer, alles klar. Ja, klar. Los, 7 weiße Würfel. Stirb.
Deine Strandtruppen haben rote Würfel. Willst du mich jetzt echt veräppeln? Ne, die haben rote Würfel. Strandtruppen? Sie haben rote Würfel. Oh, gut, dann nehme ich halt rote. Zum Glück habe ich nochmal Würfel gekauft. Sag ihm doch, er hat weiße. Ne, wir wollen ja nicht bescheißen. Ja, doch. Also ganz ehrlich, doch. Also in meiner Situation würde ich gern bescheißen. Das ist doch ein schlechter Witz. Meine Damen und Herren, alles gesaved. Das sieht man nicht, schieb sie weiter alles rüber. Gesaved. Ja, warte, ich schieb die Kamera rüber. Alter. Alles gesaved, Einwurf. Ja, leck. Imperium. Boah. Respekt. Danke. Das muss ich jetzt neidlos zugestehen. Respekt. Dann bin ich dran. Scheiße. Ist das richtig? Ja. Ich ziehe eine Standardeinheit. Hallo, Strandtruppen. Du hast die Dinger doch gezinkt. Schön wär's. Schön wär's. Ich ziehe die Strandtruppen. Ich habe im Nahkampf schwarze Würfel pro Modell. Sind 6 schwarze Würfel. Jetzt das fallen die Wookies. Die haben halt auch noch ziemlich viel Leben. Die haben 3 Leben, ja. Problem. 3, 4, 6. Der hat 7 Würfel gesaved. Ja. Aber es sind rote Würfel, das ist keine Kunst. Hey, jetzt mit nochmal meine Leistung, bin ich runter. So, wir dürfen nichts umwandeln. Wir dürfen bestimmt irgendwas umwandeln. Nein. Das ist natürlich blöd, aber ich habe natürlich gezielt. Ja? Das hat hier jeder gehört. Dann sind es 4 Treffer. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ne? 4 Treffer? Ja. So, meine Wookies haben, jeder Wookie hat 3 Leben. Und was für Würfel? Das wäre wichtiger. Weiße. Also, bitteschön, 4 Stück. Dann geht einer. Dürfen die umwandeln? Nee, ne? Nee. Dann entfernen. Ah, ja, das kommt mir jetzt nicht. Aber. Also, wenn die noch im vollen Trupp sind und im Nahkampf sind, hauen die ordentlich rein. Gut, dann bist du dran. Dann bin ich dran. Ja, ich habe nur noch Han Solo. Gell? Ja. Was macht der Hans? Der Hans Solo. Ich habe eine 2 Bewegung, ne? Versuch's jetzt einfach. Oh Mann. Du kannst in den Nahkampf gehen, das geht. Ja, ich aber kannst ja nicht draufhauen, oder? Kann ich nicht? Wieso nicht? Ja, weil du dich dann 2-mal bewegt hast. Ja. Also das du kannst einen Punkt sammeln, das geht. Ja. Sie in Nahkampf binden, das heißt, sie kann nicht schießen. Wir 2 rote Würfel im Nahkampf. Ich habe 3. Warte, Auskampf? Weil hat 6 ist denn? Was ist er denn? Ah ne, sorry, ich habe mich verguckt, ich habe 3 weiße. Na, also läuft. Rutsch nur näher ran hier. Jetzt ist die Frage, was ist schlau? Ja, safe ich mir noch einen Punkt? Also es steht 1-1. Nach der Runde steht 3-3. Punkten die auch, wenn die im Nahkampf sind? Ja, die stehen ja noch, die stehen ja drinnen. Nein, die Wookies leider nicht. Verdammt. Aber die Standrum stehen ja, drin. Ja komm, es ist schon alles wurscht. Das Einzige, was dich saven könnte, dass du noch gewinnen kannst, ist, du ziehst deine Rebellentrupps jetzt noch mit vor. Hoffst, dass er nicht drauf schießen kann, bindest sie im Nahkampf und haust mit allem, was du hast, auf die Strandtruppen und hoffst, dass die Strandtruppen sterben. Dann gewinnst du die nächste Runde noch. Andernfalls, das sehe ich absolut schwarz, verlierst du. Ich würde also wahrscheinlich mit Han Solo auf die Strandtruppen gehen. Muss ich wohl noch umgehen, gell? Geh einfach hin mit 2 Bewegungen, weil du kommst eh nicht mit einer hin. Genau. Tü. Ja. Das Imperium darf noch. Das Imperium ist dran, meine Damen und Herren. Und ich habe die Todestruppen gezogen. Und da wir jetzt anscheinend hier Gruppenkuscheln machen. Gehen die auch noch mit rein? Komme ich auch. Was haben wir denn im Nahkampf? Rote Alter. Würfel nehme ich. So, Freunde der Sonne und der Hoffnung. Jetzt wird's gemütlich. Also wer kämpft jetzt mit wem? Virgil, das ist deins. So. Sagt wer. Okay, dann sind die durch. Dann ziehe ich die nächsten. Das ist ein Standardtrupp. Das ist dieser hier. Der schießt auf die da, wenn er hinkommt. 1-3 sollte hinhauen. Haut hin. 5 weiß, 2 rot. Yep. Ich ziele. Haben wir diesmal gehört. Ich ziele. Ich hab's nicht gehört. Hat er nie gesagt. Oh mein Gott, der hat schon wieder Treffer gewürfelt. Mit der Weißen. Sag nur einmal, ich würfel gut.
1, 2, 3, 4, 5. Zwei Zimmer ab. Drei neue würfeln, bitte. Könnt ihr noch irgendwas tun? Nö, ihr sterbt wahrscheinlich. Du darfst halt die Dinge in Treffer wandeln, ne? Falls du es nicht gesehen hast. Das waren es drei, oder? Drei waren es, ne? Fünf. Drei, Verzeihung. Ja. Das reicht nicht. Einer steht noch. Du darfst die umwandeln. Ja. Kann ich umwandeln? Ja, ich sicher. Na, dann ist einer weg. Ich kann den in den Schild umwandeln. Oh, das heißt, einer geht? Mensch. Ist dein Spezialfuzzi weg. Ach nö, der hat so lange überlebt. Dann sind die abgehandelt. Ciao, das kannst du. Und dann, last but not least, jetzt kommt, sei es drum, ich ziehe ihn einmal vor. Ja, cool. Dann ist er nämlich in Reichweite und hat seine drei weiße Würfel auf den da. Du meinst, du musst drei Treffer würfeln, ne? Ich brauche Crit. Oder Crit. Und ich habe einen. Nimm doch nochmal einen weißen Würfel zur Hand. Komm, tu es einfach. Du Lockerer, das gibt's da nicht. Ich darf umwandeln. Der herzlich mit dem Hin und Fürs. Der will nicht. Runde beendet. Model of Fame. Ja, Runde of Fame. Letzte Runde, bevor wir in die nächste Runde gehen, verteilen wir schnell die Punkte. Für die Rebellen sehe ich den Han Solo. Das heißt, die Rebellen gehen auf zwei Punkte. Für das Imperium stehen einmal ein Virgo und die Standtruppen drin. Das heißt, das Imperium geht auf drei Punkte. Steht dann jetzt. Es wird immer noch eng. Ende der Runde, Ende Runde 4 steht es 2 zu 3 für das Imperium. Aber eng ist ein dehnbarer Begriff. Mhm. Das schneide ich raus. Hey, das war jugendfrei. Ich hab's. Das können wir dafür, wenn du so komische Sachen denkst. Ja. Ich schneide alles raus, was mir nicht passt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich spiele es. Ja, finde ich auch gut. Mach's einfach. Wie viele Punkte? Es hätte die einen Kreis. Eins. Auch eins. Das heißt, ihr müsst drum würfeln. Verso, Scharfschütze 2. Anfänglich hier ein Zielmarker, den gebe ich ihr gleich. Mhm. Wo haben wir sie denn? Da ist er doch. Ein Zielmarker, ist nie verkehrt. Und am Ende ihrer Aktivierung bekommt sie einen Bereitschafts- und einen Ausweichmarker. Ich habe, tut mir leid, die Sauerei. Beim Zusammenstellen der Kommandokarten behandelst du diese Karte, als hätte sie einen Kreis. Sobald Han Solo einen Befehl erteilt wird, erhält er einen Zielmarker und einen Ausweichmarker. Krieg ich das gleich? Ja. Du erteilst ja durch ja Solo. Ja, jetzt pass auf, der Ziel war der hier und Ausweich war der hier, gell? Genau. Dann kriegt er die gleich. Schwupp. Dann müssen wir wieder rollen. Diesmal würfelst du. Einen roten. Einen roten. Und ich hätte gern Symbol. Das ist das Symbol. So. Das ist jetzt gebraucht, gell? Das habe ich jetzt gebraucht. Ich zieh einen Trupp. Ach nein, wirklich? Und welchen von den vielen? Ich nehme den Strandtrupp. Und der Strandtrupp. Haut auf, Han Solo. Der will auf die Wookies hauen. Was hast du gegen meine Wookies? Ich weiß nicht. Also, ich habe den Streichel zu hier entfernt, das wäre fair, nur da auch das wegzumachen. Möchte sofort zielen. Du kannst zielen. Ich kann zielen, ich werde zielen. Du kannst aber auch einen Ausweichmarker nehmen und so definitiv einmal safen, weil. Wenn der schafft, dich zu töten und mit den Wookies hinkommt, verlierst du das Spiel. Er kommt mit den Wookies nicht hin. Okay. Sicher? Ich hätte gern 6 schwarze Würfel und ich ziele. Was? Pro Modell einen schwarzen Würfel, 6 Stück stehen. Was? Ich leg das mal weg für die ganzen Treffer. Das ist besser 6. Jetzt sieht man die Seite des Spielfelds. Ja, doch, und dann ziele ich. Man sieht die Seite. Alter. Man sieht die Würfel. Und dann sind es 6 Treffer, inklusive 3 Crits. Das heißt, du darfst 6 rollen. Und wenn du alles verkackst, sind 2 Wookies tot. Mhm. Nicht die provokant seine Würfel nehmen. Das waren 6 Stück, ne? Mach mal. Wow, fuck. Alter. Ja. Ja. Wieso hast du nicht so schlecht gewürfelt, als wir 2 gespielt hatten? Ich hab keine Ahnung. Ich wünsche dir auch keinen. Er hat's überlebt. Aber gerade so. Das ist schön an diesem Modell, du kannst da runterschmeißen, da geht nichts kaputt. Die Federn. Ja. Dann bist du dran. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch will. Du bist jetzt nochmal dran. Han Solo. Han. Mensch. Ist ja super. Das darfst du neu ziehen, du darfst es denn nicht aktivieren, oder? Stimmt. Ja, dann zieh einfach nochmal, komm, wenn du willst. Meine Wookies! Ja.
Die Wukuinen. So, jetzt pass auf. Wukuinen. Du hast nur noch zwei. Also einen. Es ist nur noch einer, aber ich habe da so eine tolle Fähigkeit. Das ist ja der Schwarze, ne? Ja. Oh, und harte Gebiete. Solange dein Nahkampf angestürzt ist, füge einen roten Angriffswürfel zu deinem Angriffspunkt zu, falls du verwundet bist oder falls eins oder mehrere deiner Miniaturen bereits besiegt worden sind. Das sind drei Stück, dann bekomme ich nochmal drei rote. Einen. Einen. Nicht pro Modell, sondern einen. Verdammt. Weil, also wenn das wirklich pro Modell ist, dann spiele ich sofort Verkauf Imperium, kaufe mir sofort Rebellen und spiele nur Wookies. Nee, mein Fehler ist es wirklich, wenn einer stirbt, kriegst du einen roten dazu. Auf was möchtest du denn hauen? Ich habe keine Ahnung. Du bist eigentlich völlig egal, weil du musst die Strandtruppen töten. Ja. Deswegen hättest du zuerst mit Han Solo agieren müssen eigentlich. Es ist eigentlich wurscht. Es ist das völlig egal, was ich mache. Ich werde die nämlich definitiv nicht wegkriegen. Dürfen die umwandeln? Darf ich umwandeln? Ja. Ein Schild. Zwei Schilde, safe. Jetzt weiß ich, wie es dir gegangen ist. Und jetzt musst du überlegen. Es ist kein schönes Gefühl. Wir spielen schon länger zusammen und du wirfst halt die ganze Zeit weiße Würfel und er wirft die ganze Zeit rote Würfel. Das und es ist nicht nur so, als würdest du weiße Würfel im Verteidigen werfen. Nein. Du wirfst doch weiße Würfel am Angriff, außer die Druidikas. Ich ziehe einen Trupp. Und das ist... Ja, der hier. Ach nee. Der schießt wieder mit drei Weißen. Nein, wer hätte das gedacht? Diesmal zieht er auch noch. Na, stark. Ja, das ist dann mal eher gar nichts. Dann bist du dran. So, ich meine, was werde ich tun, ne? ja, was mache ich jetzt mit dem? Mensch. Was soll ich tun? Holen, in den Nahkampf, Punkte holen. Hast du Husten oder sowas? Nee. Ist dir nicht gut im Hals? Nee, alles gut. Es ist, komm ich da hin? Aiden hat schon, oder? Aiden war noch nicht dran. Aiden war noch nicht dran. Du hast verloren. Ja. Das war mir eigentlich schon ab der dritten Runde klar. Das war mir schon in Runde 2 klar, als die Tautos hinten schon gestorben sind. Komm, wir versuchen es. Hopp, Ringelpizza. Du willst jetzt echt mit Aiden kuscheln? Ja, klar. Meine Frage, ist die Aiden auch in Reichweite für Han? Steht die daneben? Nein, tut sie nicht. Gut, hat sich erledigt? Hat sich erledigt? Das Spiel ist eh schon gelaufen. Dann geht's ums Prinzip. Todestruppen? Todestruppen hauen auf deine Wookies? Wookie? Ohne Spiel. S? Das ist mir schon, egal. Du hast den Rest schon komplett ausgelöscht. Wer es auslöscht, darf es benennen. Okay. Bin ich dagegen. Okay, einen roten pro Einheit, das sind 5 rote. Jetzt weißt du schon, wieso ich gewonnen habe damals. Ich ziele zärtlich. Dafür muss man nichts können. Ich ziele zärtlich, ja genau. So schaffst du umwandeln. Das sind 4. Der ist tot. Du hast Weiße. Du hast Weiße. Auf wen hast du eigentlich geschossen? Auf den Wookie habe ich. Den Wookie habe ich gehauen. Der Wookie, Yoda hat Weiß, ne? Na, mach mal. 4. 4 Stück. Und er hat noch 3 Lebenspunkte. Der ist tot. Ich sehe 3 Leerseiten. Ich sehe irgendwo 3 Leerseiten. Ja. Es werden nicht mehr. Ja, nee, das ist, ja. Dann bist du dran. Du weißt schon, wie du Leuten das Tabletop vermiesen kannst, ne? Star Wars ist das total tolles Spiel. Ja. Ist voll super. Außer du spielst gegen das Imperium. Oh Gott. Ja, was soll ich noch großartig tun? Hau drauf! Ja, was anderes bleibt mir gar nicht. Würfel's aus. Was denn? Ich hab Faustkampf, 3 weiße Würfel. Mensch! Jetzt ist ja das Spiel fast vorbei. Wollen wir nicht einfach auswürfeln, der gewinnt? Ja. Wir können auch eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck rumspielen. 3 weiße Würfel. Mensch, ich kann... Ja, du solltest Angriffswürfel würfeln und nicht Verteidigungswürfel. Oh. Verdammt. Hier. Ja, aber Moment, das sind einfach nur 3 weiße. Ja, aber das sind diese hier. Ach so. Du brauchst Angriffswürfel. Du willst ja zuhauen. Verzeihung, mein Fehler. Kein Problem. So, aber ich darf umwandeln, ne? Nur gut, auf wen haust du überhaupt? Ja, hier auf die... Stadion. Okay. Ich darf... Ist einer tot? Pass auf, ich darf den dazu so einmal. Es ist trotzdem einer tot. Das ist aber schlecht. Sind es nicht 2? Komm, das sind 2. Ja, aber schon.
Also wegen dir sind es zwei. Kumpelbonus. Also der, das war der beste Freund von dem hier. Ja, siehst du. Und der ist an Einsamkeit jetzt gestorben. Ja, dann können wir das schon. Gebrochen im Herz. Dann habe ich jetzt wenigstens ein Modell offiziell getötet, zwei inoffiziell, dann können wir das Trauerspiel ja jetzt beenden. Dann. Gutes Spiel, ja? Gutes Spiel. Am Arsch.